Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bayern hat, wie jüngst zu lesen war, erstmals das Land Baden-Württemberg bei der Zahl der Patente überholt. Das ist, glaube ich, ein Alarmzeichen, weil es ein Indikator ist für die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft eines Bundeslandes. Und der Wohlstand des Landes Baden-Württemberg, unsere niedrige Arbeitslosigkeit, vor allem unsere niedrige Jugendarbeitslosigkeit, die hohe Produktivität, das weit überdurchschnittliche Wirtschaftswachstum und letztlich auch die hohen Steuereinnahmen des Landes Baden-Württemberg, über die sich der Wirtschaftsminister in seinem Nebenberuf als Finanzminister freuen darf. Das alles hat mit der Innovationsfähigkeit des Landes zu tun. Und ich glaube, es ist fundamental wichtig, dass sich die Landespolitik mit der Frage beschäftigt, wie man diese Innovationsfähigkeit erhalten kann. Und deshalb kann es uns nicht gleichgültig lassen, wenn Bayern jetzt offensichtlich in der Frage der Innovationsfähigkeit zu Baden-Württemberg aufgeschlossen hat oder vielleicht sogar Baden-Württemberg überholt hat. Deshalb hat meine Fraktion sich in zwei großen Anfragen, eine, die sich schwerpunktmäßig an den Bereich der Wirtschaftspolitik richtet, eine zweite, die schwerpunktmäßig auf den Bereich der Wissenschaftspolitik zielt, mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Und nach dieser ersten Diskussion am heutigen Tag hier würde ich darum bitten, die Ergebnisse oder die Zwischenergebnisse an die zuständigen Ausschüsse zur Weiterberatung zu überweisen. Ich bedanke mich bei den Ministerien für die Beantwortung. Ich denke, dass sehr viele Ansatzpunkte für den weiteren Ausbau unserer Innovationsfähigkeit eine gute Diskussionsgrundlage geleistet worden ist. Baden-Württemberg ist die innovations- und forschungsintensivste Region in Europa. So das vorläufige Fazit. Wie gesagt, wenn man die neuesten Zahlen aus Bayern hört, können einen die ersten Zweifel beschleichen. Zudem die Region mit der ausdifferenziertesten Hochschul- und Forschungsinfrastruktur. Und so soll es auch bleiben, meine Damen und Herren. Wenn man sich die Entwicklung der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg anschaut, bezogen auf einen Zeitraum von etwa 10 Jahren, von 2001 bis 2010, dann stellen wir fest, es hat sich entwickelt von etwa 3,9% des Bruttoinlandsprodukts 2001 bis hin zu 4,74% bezogen auf das Jahr 2010. Und das ist die beste Entwicklung aller Bundesländer und das ist erfreulich, meine Damen und Herren. Wenn man sich die Frage stellt, wessen Verdienst ist diese Entwicklung, dann glaube ich, wird man zum Ergebnis kommen, das ist vor allem das Verdienst unserer Wirtschaft, das Verdienst derjenigen, die in Baden-Württemberg, insbesondere im Mittelstand, unternehmerische Verantwortung haben, aber natürlich auch der Beschäftigten, der hochqualifizierten Beschäftigten. Deshalb ist das Innovationsthema natürlich auch ein Bildungsthema. Und es ist ein Wissenschaftsthema ohne Frage. Aber sicher ist auch die Politik gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, die Entwicklung zwischen 2001 und 2010 zeigt, dass in der damaligen Zeit die Landesregierung, die für dieses Thema Verantwortung getragen hat, die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Es ist wichtig, dass auch die neue, die grün-rote Landesregierung sich dazu bekennt, dass die Industrie, ich darf das zitieren, der eigentliche Wachstumstreiber sein muss und eben nicht die Politik. Und deshalb ist auch klar, wenn man es liest, dass die Landesregierung offensichtlich zumindest in der Beantwortung dieser großen Anfragen nicht mehr das vertritt, was der Ministerpräsident irgendwann mal erzählt hat, also den Begriff der Innovationspeitsche geprägt hat. Dieser Begriff, meine Damen und Herren, hat in der Innovationspolitik des Landes Baden-Württemberg nichts, aber auch gar nichts verloren. Die Beantwortung der Anfragen bezieht sich auf die McKinsey-Studie. Das ist richtig
und sinnvoll. Und insofern, das stellt man ohnehin an vielen Stellen fest, bezieht man sich auf das, was die alte Landesregierung an Vorarbeit geleistet hat. Und es ist nicht allzu viel erkennbar, was durch die neue grün-rote Landesregierung hinzugefügt worden ist. Es gibt aktuell in zahlreichen Ministerien, etwa im Finanz- und Wirtschaftsministerium, im Umweltministerium und im Ministerium für Wissenschaft und Kunst, eine Reihe von Programmen, die im Wesentlichen aber von den Vorgängerregierungen übernommen worden sind. Ich denke, dass es auch wichtig ist und beziehe mich auf den ersten Tagesordnungspunkt der heutigen Plenardebatte, über den Ausbau von Studienplätzen nachzudenken, insbesondere in strategisch bedeutsamen Bereichen mit Innovationspotenzial. Ich denke dabei an die Hochschulen für angewandte Wissenschaften und die dualen Hochschulen, als Beispiel sei genannt, und da beziehe ich mich ebenfalls auf die McKinsey-Studie, die Medizintechnik. Ich würde aber auch empfehlen, das KIT als Innovationskosmos zu begreifen, die positiven Erfahrungen an anderen Hochschulen und Forschungsinstituten auch nutzbar zu machen, die in Karlsruhe schon gewonnen worden sind. Als konkrete Prüfaufträge könnte ich mir vorstellen, sich die Frage zu stellen, wie man zusätzliche Anreize für Kooperationen und Verbünde etwa durch Forschungsförderung leisten kann. Und ich würde auch empfehlen, über ein Förderprogramm Forschungsauszeit nachzudenken, denn die hervorragenden Forscher, diejenigen, die wirklich nutzbare Innovationen betreiben, auch das, was am Ende dann am Markt Erfolg hat, die müssen natürlich die Chance haben, intensiv zu forschen und zumindest das eine oder andere Semester die Gelegenheit zu bekommen, sich dann auch auf ihre Forschungstätigkeit zu konzentrieren. Bei den Fragen, die offen sind, bezogen auf die Innovationspolitik der neuen Landesregierung, muss man auch über das Thema steuerliche Förderung der Forschung und Entwicklung reden. Wie ist da der Stand der Dinge? Das ist nicht ganz klar. Welche Ziele verfolgt die neue Landesregierung konkret? Und vor allem, wenn sie das Ziel hat, die Forschung und Entwicklung steuerlich zu fördern, wie stellt sie sich dann die Abgrenzung vor? Denn das ist ja immer die besondere Schwierigkeit bei solchen Gesetzesvorhaben, die Frage zu beantworten, wie man etwa Mitnahmeeffekte ausschließt und zu viel Bürokratie verhindert. Wie ist der Stand der Dinge im Bundesrat? Hält sie an dem fest, was häufig zu lesen ist, 10% steuerliche Gutschrift, allerdings maximal begrenzt auf einen Betrag von 10 Millionen Euro? Und vor allem dann auch die Frage, wenn man daran festhält, dann ergibt sich ja rechnerisch ein Steuerausfall von etwa 2,5 Milliarden. Welche Vorschläge zur Gegenfinanzierung dieser Steuerausfälle gibt es, falls die Landesregierung weiterhin an diesem Vorhaben festhält? Zum Thema Innovationsgutschein bleibt festzuhalten, auch ein Projekt der alten Landesregierung. Ich erinnere mich, in diesem Hause hat es eine höchst kritische Begleitung gegeben, als die alte Landesregierung das damals durchgesetzt hat. Es ist erfreulich, dass inzwischen alle eingesehen haben, dass dieses Instrument des Innovationsgutscheins etwas Positives ist, was in der Wirtschaft angenommen ist und was die Innovationspolitik voranbringt. Dass es jetzt fortgeführt wird und auch in Maßen erweitert, begrüßen wir. Aber uns würde natürlich interessieren, wie die Landesregierung es sich vorstellt, dieses Instrument auch auf längere Zukunft weiterzuentwickeln. Sprich, gibt es eine weitere Ausdehnung dieses Instruments. Der Innovationsrat wird gelobt, die Ergebnisse des Innovationsrats, aber leider nicht fortgeführt. Wir machen den konkreten Vorschlag, den Innovationsrat fortzuführen, fortzuschreiben, die Ergebnisse und die Beiträge der hochqualifizierten Experten in diesem Innovationsrat konnte die alte Landesregierung gut gebrauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die neue Landesregierung profitieren könnte von den Ergebnissen des Innovationsrats bzw. ihrer Mitglieder. Es gibt 12 Institute der Innovationsallianz. Sie sind leider nicht so wirksam abgesichert wie die von Bund und Ländern finanzierten Forschungsinstitute, etwa der Helmholtz, der Max Planck und der Fraunhofer Gesellschaften.
Die konkrete Frage wäre, soll sich das ändern? Ist daran gedacht, eine bessere Absicherung der Innovationsallianz in Baden-Württemberg vorzunehmen? Das wäre mit Sicherheit ein positiver, ein ertragreicher Beitrag zur Innovationspolitik. Abschließend die Frage, wie man sich den personellen Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft vorstellt. Das ist ein zentraler Ansatzpunkt, um die Innovationspolitik voranzubringen. Dieser Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, insbesondere auch bezogen auf den Bereich des Mittelstands. Dort tun sich viele kleinere Unternehmen schwer. Wir sehen das als zentral wichtigen Teil des Technologietransfers an und fragen abschließend, was tut die Landesregierung, um diesen Austausch, diesen personellen Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu fördern? Herzlichen Dank.